So, Video Küchen für 1 Euro. Bitte schneiden, bitte schneiden. Dort hinten ist das Saar-Polygon. Man sieht es dort im Hintergrund. Wir stehen in Ensdorf und tatsächlich sind wir bei Saar-Küchen. Und heute haben wir mit Christoph Saar angefangen, in das Herbst-Marketing zu gehen, obwohl wir ja noch Sommer haben. Hier ist Christoph Saar, hallo. Hallo. Genau. Herr Saar, wir duzen uns mal. Christoph. Ja, okay. Du bist vollkommen verrückt, ja. Wir bieten jetzt 3 Küchen an, das Stück für 1 Euro. Genau. Und dann habe ich gesagt, das klingt nach Betrug, aber es ist wirklich 1 Euro. Alle Holzteile mit Beschlägen, mit allem Pipapo für 1 Euro. Und was müssen die Leute tun? Herkommen, sich die Küche anschauen, die wir da im Angebot haben, und dann zuschlagen. Genau. Es gibt auch eine kleine Bedingung, die Einbaugeräte, die müssen zum Normalpreis gekauft werden, aber da kommen wir gleich zu. Und da können wir mal ein Beispiel sehen. Du hast insgesamt 3 Küchen jetzt, die raus müssen. Das hat einen gewissen Grund. Wenn du mir gerade mal sagst, die hier ist die erste, richtig? Genau, richtig. Ja, und zwar haben wir nämlich schon neue Ausstellungsküchen bestellt, die demnächst auch schon kommen sollen. Und da brauchen wir jetzt unbedingt Platz, dass wir die auch aufbauen können. Okay, das heißt, ich kriege die Küche, wie sie hier steht, mit allem Pipapo. Praktisch die Beschläge, die Griffe sind mit dabei, alle Möbel, die Arbeitsplatten. Richtig, genau. Also so alle Holzteile heißt für uns eben alle Schränke, die Arbeitsplatte mit den Griffen, mit den Beschlägen, Hängeschränke, so wie sie eben da steht. Genau, und dann machen wir gleich mal ein Beispiel, dass ihr auch seht da draußen. Es klingt so, als wäre es nicht ganz seriös, aber es ist hochseriös. Das heißt, dieser Schrank wäre mit dabei. Ist dieser Schrank dabei? Bloß ohne Kühlschrank, nehme ich an? Genau, der ist auch mit dabei. Und sonst, man muss halt sagen, man muss eben alle Geräte, die dann benötigt werden, genauso auch die Spüle und die Armatur, eben mit dazu kaufen. Und dann gibt es alle Holzteile komplett für 1 Euro. Okay, du hast das schon mal gemacht, das war ein Riesenerfolg, also vor 2 Jahren, richtig? Richtig, genau. Genau, so, und jetzt machen wir hier mal ein Beispiel. Also jetzt haben wir hier die Küche, die kriegst du jetzt für 1 Euro. Oder kriegt man jetzt für 1 Euro? Und was wäre jetzt zum Beispiel ein Herd? Ab wo fängt er an bei euch? Das ist natürlich Qualität. Genau, also ein Backofen fängt an bei ca. 600 Euro. Okay. Muss ich jetzt beide kaufen wie hier? In dem Fall muss man einen Backofen, also insgesamt braucht man am Schluss quasi 5 Geräte. Also eigentlich einen Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld und eine Haube. Und da kommt man ungefähr hin bei ungefähr? Ja, je nachdem, was man da nimmt, fängt dann irgendwo so um die 3.000 Euro an. Mhm. Und dann eben noch Spüle und Armatur. Okay, dann kriege ich also die Küche fix und fertig mit hochwertigen Geräten für, sagen wir mal, roundabout 4.000 Euro. Dann ist die noch nicht aufgebaut, die kann man entweder selber aufbauen. Das ist nicht allzu, abbauen macht ihr natürlich, ist ja klar. Ja, aber es ist natürlich bei einem Euro auch nur ein Abholpreis. Und also wenn wir es dann liefern und montieren sollen, dann kommt das noch dazu. Genau, ist auch kein Trick. Also ihr macht das öfter mal, müssen halt raus. Und ihr macht wie viele Küchen im Jahr? Ca. 500, oder? Nicht ganz so, zwischen 450 und 500. Genau. Okay, das heißt einige Küchen. Also große Not besteht jetzt nicht, aber sie muss halt nun wirklich weg. Und sie muss auch in der Form weg. Ich zeige es dir mal gerade ganz kurz. Vielleicht 1, 2 Takte zu der Küche. Das ist welche Küche ist das? Das ist eine Topline-Küche in Basaltgrau, kombiniert mit einem Holzdekor, und auch wenn es so nicht passt, man bekommt da auch noch Ergänzungsteile dazu, also das ist auch kein Problem. Und das nicht nur jetzt, sondern auch später, richtig? Genau, ja. Genau, und dann kann man die Küche auch anbezahlen, das heißt, jemand könnte jetzt zum Beispiel sagen, er legt den Euro auf den Tisch, beziehungsweise macht eine Anzahl, sagen wir mal 1.000 oder 2.000 Euro, kann die auch später abholen, richtig? Genau, also wir würden die dann zwischendrin bei uns im Lager einlagern, und dann, wenn sie dann benötigt wird, dann ist das kein Problem, die dann abzurufen. Das ist jetzt dann ernst. Du gibst alle Holzteile jetzt für 1 Euro raus, wenn man die Geräte halt zum ich sag mal, Normalpreis kauft. Ja, das ist so. Also es ist kein Trick. Das ist, du hast schon öfter gemacht und sieht ziemlich gut, oder? Ja, gut, für die, die unbedingt raus müssen bei uns jetzt, die machen wir das eben. Okay. Die nächste. Genau, direkt hier die nächste. Ist eine Carbon-Metallic-Lack-Küche. So, da wären jetzt auch alle Holzteile dabei. Das heißt, auch hier habe ich dann alle Möbel. Einmal so ein Inselpart haben wir hier.
Hier ist jetzt ein Weinschrank, aber den kann man natürlich auch weglassen. Also der wär jetzt keine Verpflichtung, aber ich muss ich genau diesen Kühlschrank hier kaufen und kann ich auch einen anderen haben? Es geht natürlich auch einen anderen. Gut, und dann eben die Hochschränke und dann weiter hinten genauso dann die Zeile, mit wo dann die Kochstelle ist, mit den Akzentglas-Hängeschränken. Das heißt, die sind auch dabei. Das ist was für ein Hersteller? Das ist auch eine Topline-Küche. Und dann komplett eben, hier sind alle Unterschränke komplett mit Auszügen und auch mit Innenschubladen. Also richtig hochwertig. Also jetzt nicht, genau. Die Auszüge kosten auch ein paar Euro extra. Also das ist schon die hochwertige Version, gibt es ja auch in anderen, aber das macht eigentlich heute keiner. Was das Besondere hier ist, habe ich gerade eben gesehen, die glitzert total cool. Also das kann man auch ganz gut hier einfangen, also hier mit der Kamera. Genau. Die hat so einen Metallic-Effekt. Ist eine hochwertige Lackfront. So, auch hier wirklich 1 Euro. So, was muss ich dazu kaufen? Das Kochfeld? Kochfeld, Haube, genau. Geschirrspüler, Backofen und ein Kühlschrank. Genau, und auch hier muss ich nicht zwingend die Geräte natürlich jetzt kaufen, die hier sind. Die machen natürlich so Sinn, aber ich sag mal, ich kann da jetzt auch zum Beispiel einen Backofen holen, 500-600 Euro bei euch, muss jetzt nicht den 5.000. Ja, also es muss nicht genau das Gerät, was jetzt hier in der Küche eingebaut ist, oder auch genau die Spüle, muss es jetzt auch nicht sein. Das kann man dann frei wählen. Genau, und wir schreiben auch nochmal die Bedingungen unter das Video. Also wenn Sie jetzt als Saarland-Fernsehen 1 Zuschauer das jetzt sehen, haben Interesse, Sie können auf Facebook gehen, auf @saarland, ed-saarland.de, emildora-saarland.de und finden da auch nochmal alle Details und Konditionen. Aber das Einfachste ist eigentlich, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wer das Video hier sieht, der sollte eigentlich schnell sein, oder? Es kann natürlich sein, dass es sonst weg ist. Genau, das ist ja auch Sinn der Sache. Wir wollen es ja weg haben. So, das ist so. Auch hier gilt genau das Gleiche. Hier ist es recht übersichtlich. Hier haben wir eine Zeile. Genau. Wenn einer nicht ganz so viel Platz hat und das eben so als Küche reicht, haben wir auch eben eine kleinere, die unbedingt raus muss. Und hier haben wir eben ein hochgebauter Backofen drin. Und dann eben auch hier breite Auszüge. Sehr, sehr, sehr schick. Das ist was für ein Hersteller? Das ist auch eine Topline-Küche. Und hier haben wir noch einen Schiebehängeschrank mit der Schiebetür. Genau, und von den Geräten kann man sich das dann so zusammenstellen, was man eben möchte, aber eben dann unter der Prämisse Holzteile für 1 Euro und dann kann man eben bei Geräte oder Spüle dann sich da was aussuchen, was man möchte. Das heißt, ich habe eine Spülmaschine, die liegt so ungefähr bei auch so 600? So in dem Dreh, so, okay. je nach Modell. Ja. Okay, aber ich bin dabei, so, ich sag mal, ab 600 Euro, was ist so eine Kochplatte, was kostet die? Kommt dann eben drauf an, ob Serran, Induktion ist. Ich muss jetzt keine für 1.000 Euro kaufen. Nee. Gott. Okay, das ist also hier kein, aus dem Zwingwerk kein, also so sieht's aus. Also alle Holzteile für 1 Euro und die Geräte dann halt zum normalen Preis. Sagen wir so. Man muss dazu ja auch sagen, an den Geräten ist auch nicht mehr die Welt verdient. Ja, das ist ja heutzutage alles. Nee, also wir wollen jetzt wirklich hier die Küchen raus haben und da gilt einfach nur herkommen und zuschlagen. Okay, sag's nochmal, hier haben wir die Carbon-Metallic-Küche, 1 Euro, alle Holzteile. Konditionen haben wir eben kurz erwähnt. Und hier ist diese Brillant-Basaltgrau-Küche, auch sehr, sehr schön. Das ist übrigens, wenn Sie es jetzt im Video sehen, das sieht so ein bisschen, das ist richtig Basaltgrau, also sehr, sehr schön. Und es wirkt hier ein bisschen mehr so in Richtung Creme, aber das ist wirklich Basaltgrau. Also hier. Den Lichtverhältnissen dauert es immer ein bisschen, bis die Kamera, aber jetzt stimmt es ziemlich genau. Also das ist so ziemlich die Farbe, wie es hier da ist. Und im Weißabgleich, je nachdem, wo wir das Licht haben, ist da. Da sind aber, wenn wir jetzt sprechen, alle Holzteile, sprich auch die Griffe sind dabei, die Auszüge, also im Prinzip alles bis auf die Geräte, richtig? Genau, ja. So, jetzt gilt es zuschlagen. Das Ganze ist hier in Ensdorf an der Saar. Und die Öffnungszeiten? Sind 10 bis 19 Uhr und samstags bis 16 Uhr. Okay, bitte. Also nochmal montags bis freitags 10 bis 19 Uhr, genau. Samstags von? Von 10 bis 16 Uhr. Gut, von 10 bis 16 Uhr. Die Telefonnummer, wenn ihr jetzt ungläubig seid und 06831? 966700. Nochmal bitte? 06831 966700.
Okay, sagt Christoph Saar, er ist bei der Geschäftsführung. Zwischen 450 und 500 Küchen werden verkauft. Ihr seid auch in Heimbach, aber das Angebot hier ist für Ensdorf, richtig? Genau, gilt nur für die drei Küchen. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Genau, solange Ford reicht. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin begeistert. Also wir haben ja extra gesagt, naja, das klingt nach einem Trick, aber wir haben gesagt, wir klären das wirklich auf. Also wenn Sie Interesse haben, Sie müssen die auch nicht gleich mitnehmen. Wir können die auch aufbauen. Aufbau kostet so ab 800. Genau, richtig, ja. So, das geht also auch, ist gar kein Thema. Sie werden hier behandelt auch wie ein König. Man kriegt doch alle Teile mit dazu, aber alle Holzteile jetzt für 1 Euro bei Saarküchen in Ensdorf. Ja, vielen Dank, Christoph. Ja, danke auch.